Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Dieses Video möchte ich einer heimischen Frucht widmen. Heute geht es rund um den Apfel. Das ist eine heimische Frucht, die uns gut durch den Winter bringen kann. Der Apfel gehört zu den klimakterischen Früchten. Das heißt, er bildet ein Reifegas aus, das Ethylen, und kann nachreifen. Wir können den Apfel oder manche Äpfelsorten über Monate lagern und können so fast das ganze Jahr über auf diese heimische Frucht zugreifen. Der Apfel enthält Mineralstoffe wie Kalium, Eisen, Magnesium, Calcium, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, B-Vitamine, Vitamin C, Folsäure und Ballaststoffe. Es gibt zum Apfel viel zu erzählen, da könnte man stundenlange Vorträge halten, auch was die Herkunft, die Geschichte angeht, die verschiedenen Apfelsorten. Ich möchte das aber hier auf ein Minimum reduzieren und das nur kurz anreißen. Heute geht es eher um den gesundheitlichen Aspekt und um die Verwendung, also zur Herkunft, Geschichte nur ganz kurz. Einige Informationen, ich habe da auch im Internet eine PDF gefunden, da gibt es eine sehr ausführliche Beschreibung zur Herkunft und Geschichte des Apfels und den verschiedenen Apfelsorten. Wenn euch das interessiert, ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Der Apfel soll ursprünglich aus Zentral- und Westasien kommen und wurde bereits rund 10.000 vor Christus in der Region des heutigen Kasachstan angebaut. Er kam dann in der Antike überall der Handelsstraßen nach Süd- und Osteuropa, wo er kultiviert wurde. Ursprünglich schmeckten die Äpfel sauer und holzig. Durch die Kultivierung kam teilweise ein süßlicher Geschmack dazu. Der Kulturapfel hat im Obstbau überragende Bedeutung. Das liegt daran, dass er von allen heimischen Obstarten am vielfältigsten verwendbar ist. Es gibt vom Apfel daher die weitaus meisten Zuchtformen. Er gilt in unseren Breiten als das Obst schlechthin. In Deutschland gibt es ungefähr 1500 Apfelsorten, von denen aber nur um die 60 wirtschaftlich bedeutend sind. Früher waren die Äpfelbäume für die Menschen sehr, sehr wichtig, vor allem hier in unseren Breiten, weil der Apfel die Obstart war oder ist, die über die längste Zeit des Jahres verfügbar war. Damals gab es viele alte Bauerngärten und die hatten eine ganze Reihe von verschiedenen Apfelbäumen in ihren Gärten stehen und konnten sich so fast das ganze Jahr über mit Äpfeln versorgen. Es gibt Äpfel, die man ganz früh ernten kann, so im Juni herum, die Kornäpfel. Und dann kann man bis in den November, Dezember hinein Apfel ernten und einige Sorten auch richtig lange lagern, sodass man nur eine kurze Zeit des Jahres hatte, wo man kein heimisches Obst zur Verfügung hatte. Es gibt Sommer-, Herbst- und Winteräpfel. Im Mai, Juni, das sind dann die Monate, da gibt es dann kaum noch heimische Äpfel, auch kaum noch Lageräpfel. Da kommen die Äpfel dann eher so aus Südamerika oder Neuseeland. Aber das ist dann auch der Zeitraum im Jahr, wo ich dann auf Äpfel verzichte. Es gibt viele, viele verschiedene Apfelsorten. Ganz alte Apfelsorten, aber auch ganz neu gezüchtete Apfelsorten. Welche Apfelsorte ist die beste für uns? Welche ist der Gesundheit am zuträglichsten? Die neueren Varianten, die neu gezüchteten Äpfel, sind oft groß, makellos, die haben eine pralle Schale, die sehen gut aus und die halten sich auch wochenlang im Supermarkt. Sie schmecken meist sehr süß, aber haben oft kein ausgesprochen gutes Aroma. Die alten Sorten haben meistens noch einen sehr aromatischen, würzigen, süßsäuerlichen Geschmack, manchmal auch etwas herb. Diese finden wir vor allem auf den guten alten Streuobstwiesen. Der Vorteil an diesen alten Sorten, sie benötigen weniger Pestizide, wenn überhaupt, und sie sind viel widerstandsfähiger gegen Krankheiten. Der Nachteil von diesen alten Sorten, sie sind weniger kalkulierbar. Es gibt mal gute Jahre und mal weniger gute Jahre. Warum sind die alten Apfelsorten gesünder für uns? Das liegt daran, dass die alten Apfelsorten Polyphenole enthalten, also eine große Menge davon, und das sind Stoffe, die die Äpfel vor Pilzinfektionen und Insektenbefall beschützen. Dieser Polyphenolgehalt wurde allerdings aus den Äpfeln herausgezüchtet, weil sie mit diesem Polyphenolgehalt oder mit einem hohen Anteil darin säuerlicher und herber schmecken. Ihr könnt es auch erkennen, wenn ihr in einen Apfel hineinbeißt oder ein Stück abschneidet und er verfärbt sich relativ schnell braun, dann hat dieser Apfel einen hohen Polyphenolgehalt, weil diese Äpfel mit diesem hohen Polyphenolgehalt schneller an der Luft oxidieren und sich dann der Apfel, das Innere des Apfels, braun verfärbt.
Die Polyphenole schützen also die Äpfel vor Pilzinfektionen und Insektenbefall, schmecken dafür aber säuerlicher und herber. Und diesen Geschmack wollte man ändern Richtung süß. Das hatte eben den Nachteil, dass der Polyphenolgehalt stark abgenommen hat. Das heißt aber auch, dass der Selbstschutz der Äpfel stark abgenommen hat. Und deswegen ist es leider so, dass moderne Apfelsorten, die meistens in Plantagen wachsen, jährlich bis zu 20 Mal gegen Pilzinfektionen und Insekten gespritzt werden. Eine liebe Freundin von mir, die Fanny vom YouTube-Kanal Fit mit Fanny, versorgt mich seit einigen Jahren das ganze Jahr über mit Obst und Gemüse aus ihrem Garten. Ich hatte das auch schon in einigen YouTube-Videos gezeigt, diesen tollen Garten. Ich verlinke euch mal den Kanal von Fanny oben in den Infokarten. Ich meine, sie macht auch einige Videos zum Garten. Und über die Fanny bin ich in den Genuss von ganz alten Apfelsorten gekommen. Wir besuchen ja auch die Fanny regelmäßig in Thüringen und spazieren dann auch manchmal über die Streuobstwiesen mit über 100 Jahre alten Apfelbäumen mit ganz interessanten, wohlschmeckenden Apfelsorten, die ich vorher noch nie so probiert habe. Es gibt einige alte Apfelsorten, wie zum Beispiel Boskop oder Cox Orange, die findet man zum Beispiel auch in Bioläden oder in Wochenmärkten, aber sonst, gerade im Supermarkt, findet man eher die neu gezüchteten Sorten. Und ich möchte euch mal kurz ein paar alte Apfelsorten nennen, die bei Fanny auf den Streuobstwiesen wachsen und frei von Pestiziden sind und ein sehr wohlschmeckendes Aroma haben. Auf diesen alten Streuobstwiesen wachsen Kornäpfel, dann die Apfelsorte Signe Tillisch. Also da musste ich wirklich mehrfach nachfragen, ich konnte mir diesen Namen einfach nicht merken, weil ich den so noch nie gehört habe. Dann Cox Orange, Großherzog Friedrich, Grahams Jubiläum, Baumanns Renette, Landsberger Renette, Danziger Kant, Goldparamene, Riesenbeugen, Kaiser Wilhelm, Bärlepsch, Boskop und rheinischer Bohnenapfel. Das sind drei Äpfel von einer Obststreuwiese von über 100 Jahre alten Bäumen. Links die Landsberger Renette, in der Mitte Kaiser Wilhelm und rechts, das ist die Apfelsorte Bärlepsch. Und wenn ihr euch so die Apfelsorten anschaut, die beiden linken, die sehen noch recht passabel aus, könnte man zum Beispiel auch im Bioladen finden. Und ich denke, dass die meisten Menschen diesen Apfel hier liegen lassen würden. Der sieht schon ein bisschen verschrumpelt aus, nicht mehr so vital und frisch, aber er hat von allen drei Apfelsorten wirklich das beste Aroma, auch wenn man ihn eine Weile lagert, auch wenn er dann so ein bisschen verschrumpelt aussieht, hat er noch ein ausgezeichnetes Aroma, einen sehr angenehmen Apfelgeschmack. Es gibt ein altes englisches Sprichwort, was übersetzt ungefähr so viel heißt, wer jeden Tag einen Apfel isst, erspart sich den Arztbesuch. Da ist sicherlich was dran, vor allem wenn man auf die alten Apfelsorten setzt. Jetzt gehen wir dazu über. Ich möchte euch gerne teilweise vorlesen, was Anthony William in seinem Buch Medical Food über den Apfel, über die Äpfel sagt. Unterschätzen Sie die Kraft der Äpfel nicht. Ihre entzündungshemmenden Eigenschaften machen Sie zur ersten Wahl bei so gut wie jeder Krankheit. Entzündungen im Gehirn oder Dickdarm oder auch Vireninfektionen, das sind nur einige Beispiele für Zustände, in denen Äpfel eine wichtige beruhigende Rolle spielen können, weil sie die virale oder bakterielle Belastung reduzieren, die Entzündungen heraufbeschwört. Die sekundären Pflanzenstoffe machen die Äpfel zu einer echten Gehirnnahrung, da sie die Nervenzellen ernähren und die elektrische Aktivität verstärken. Äpfel entschlacken und reinigen die Organe, verbessern den Lymphfluss, regenerieren geschädigte Haut und regulieren den Blutzucker. Sie sind auch die denkbar besten Dickdarmreiniger. Ihr Pektin bindet im Darm schädliche Mikroben wie Viren, Bakterien, Hefe- und Schimmelkeime und scheidet sie aus. Es sorgt auch für die Bindung und Ausscheidung verhärteter oder faulender Eiweißstoffe und anderer Abfälle, die sich in schwer zugänglichen Taschen des Darms ansammeln und dort schädliche Bakterien ernähren. Und schließlich wirken Äpfel auf der Zellebene befeuchtend. Sie liefern kostbare Spurenelemente wie Mangan und Molybdän sowie Elektrolyte und wichtige Mineralien, die den Wasserhaushalt des Körpers beim Sport und bei jeder Art von Stress unterstützen. Er schreibt auch was sehr Wundervolles über die Äpfel zur seelischen Unterstützung. Äpfel sind ein sehr altes Nahrungsmittel, das uns zu unseren Wurzeln zurückführt. Äpfel gehören zu den allerersten Lebensmitteln, die dem Menschen zutiefst wohlgetan haben. Deshalb schenken sie uns ein Gefühl von Trost und Zuflucht. Das macht sie zum idealen Helfer, wenn wir deprimiert sind und uns entfremdet, machtlos, kaltgestellt,
nutzlos, wertlos fühlen. Äpfel öffnen etwas in uns, wodurch sich unsere Energie innerlich und äußerlich ändert und uns für schönere und erfreulichere Dinge zugänglich macht. Sie heben uns auf eine höhere Schwingung, erfüllen uns mit Leichtigkeit und Energie, weil wir seit Jahrtausenden Äpfel für den Winter eingelagert haben, um die kalte Jahreszeit besser zu überstehen. Ein Apfel ist wie ein Hoffnungsstrahl, der uns wieder an das Gute im Leben glauben lässt. Sehr wichtige Informationen über den Apfel und auch über andere gesunde Lebensmittel findet ihr hier in diesem Buch von Anthony William. Ich werde es euch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar verlinken. Als nächstes erfahrt ihr, was Norman Walker in seinem Buch Frische Frucht- und Gemüsesäfte über den Apfelsaft schreibt. Apfelsäfte regen die Tätigkeit der unteren Darmabschnitte an, sofern sie auf nüchternen Magen getrunken werden. Sie sind reich an Magnesium, Eisen und Silizium und ihr Gehalt an Kalium ist sehr hoch. Sie enthalten in ihrem natürlichen Zustand ungefähr 85% Wasser und sind eine wertvolle Hilfe für die Verdauung, sowohl in ihrem natürlichen Zustand als auch als frischer Saft. Äpfel haben eine Reinigungswirkung, die vor allem dann spürbar ist, wenn die Därme verstopft sind. Und bei diesem Zustand verursachen einige Sorten wahrscheinlich Unbehagen während des Reinigungsprozesses. Wenn dies der Fall ist, kann man manchmal feststellen, dass man andere Sorten mit geringeren oder ohne Beschwerden besser verwenden kann. Der Saft frischer Äpfel ist bei Fieber und Entzündungen von großem Nutzen, wenn er roh ist. Apfelwein hat eine günstige Wirkung auf den Körper. Frischer roher Apfelsaft wird häufig auch als süßer Apfelwein bezeichnet. Den Link zu diesem Buch findet ihr auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Zum Schluss des Videos möchte ich noch auf die Verwendungsmöglichkeiten von Äpfeln eingehen. Da gibt es eine ganz große Bandbreite. Ich möchte euch einfach erzählen, wie wir Äpfel verwenden. Die einfachste Variante ist natürlich, den Apfel pur zu essen, einfach reinzubeißen oder auch den Apfel in Stücke schneiden. Das ist wirklich die beste Verwendungsmöglichkeit für Äpfel. Seit vielen Jahren trinke ich frisch gepresste Säfte, vor allem grüne Säfte. Also Apfelsaft pur trinke ich eher selten, aber im Winter gibt es doch ein, zwei Zweierkombinationen, die ich regelmäßig trinke. Und zwar kombiniere ich die Äpfel gern mit zwei anderen regionalen Gemüsesorten, einmal Grünkohl und einmal rote Beete. Es gab Zeiten, da habe ich mir dann zum Beispiel auch einen Saft aus allen drei Zutaten gepresst, Grünkohl, rote Beete und Äpfel. Aktuell bevorzuge ich eher die Mischung Grünkohl-Apfel oder rote Beete-Apfel. Zum rote Beete-Apfelsaft passt auch ganz gut Ingwer. Manchmal gebe ich auch noch ein bisschen jungen Blattspinat dazu. Für meine frisch gepressten Säfte verwende ich den Angel Juicer schon seit einigen Jahren und bin damit sehr, sehr zufrieden. Er ist vor allem auch sehr gut für grüne Säfte geeignet. Für diesen Grünkohl-Apfelsaft werde ich jetzt den Grünkohl waschen, in gröbere Stücke schneiden und die Äpfel auch waschen und in Stücke schneiden. Der Grünkohl-Apfelsaft ist fertig. Es sind ca. 350 Milliliter reiner Saft und da ist auch noch einiges an Schaum obendrauf, wie ihr sehen könnt. Anschließend presse ich gleich den zweiten Saft, rote Beete Apfel, und dafür wasche ich einfach die rote Beete Knollen und die Äpfel, schneide sie in Stücke und gebe das Ganze durch den Entsafter. Diesen drei rote Beete-Knollen und den zwei Äpfeln habe ich 300 Milliliter frisch gepressten Saft gewonnen. Seit einigen Jahren verwende ich für meine frisch gepressten Säfte den Angel Juicer und bin damit sehr, sehr zufrieden. Ich habe das auch öfters in meinen Videos erwähnt. Ich weiß, es ist ein sehr hochpreisiges Gerät, aber es ist wirklich sehr gut geeignet für grüne Säfte und auch für diese beiden regionalen Säfte gibt es ein ganz gutes Saftergebnis. Und jetzt gibt es eine Aktion bei Slow Juice bis zum Ende des Jahres, 10% Rabatt auf den Angel Juicer. Also das lohnt sich wieder mal, wenn man schon immer mal mit diesem Entsafter geliebäugelt hat. 10% Rabatt bei diesem Preis, das macht sich auf alle Fälle bemerkbar. Ich verlinke euch noch mein Video zum Angel Juicer. Ich habe so ein Vorstellungsvideo, was man alles damit machen kann. Das werde ich euch oben in den Infokarten verlinken. Und unter diesem Video und im ersten angepinnten Kommentar findet ihr den Link und den Rabattcode zum Angel Juicer. Man kann die Äpfel pur essen, man kann tolle Säfte mit ihnen pressen,
Man kann sie aber auch für grüne Smoothies verwenden. Bevor ich auf den Geschmack der frisch gepressten Säfte kam, habe ich mir zum Beispiel, ich glaube, 4 Jahre lang jeden Tag grüne Smoothies gemixt. Im Winter auch zum Beispiel gern Grünkohl, Spinat mit Orangen und Äpfeln, noch ein bisschen Zimt dazu oder Vanille. Auch ein wunderbares Smoothie. Das sind alles so rohköstliche Zubereitungen, wo der Apfel nicht erhitzt wird. Dann gibt es auch verschiedene rohköstliche Zubereitungen. Ich habe zum Beispiel auch schon hier ein Rezept veröffentlicht für einen rohveganen Apfelstrudel. Gibt es auch einen Blogbeitrag von mir. Ich kann euch auch beides verlinken. Dann rohköstliche Zimtschnecken. Dafür kann man auch gut Äpfel verwenden, also die Kombination Äpfel und Bananen. Man kann auch einfach Äpfel mit etwas Zimt mixen, hat man einen rohköstlichen Apfelmus. Man kann allerdings diesen Apfelmus auch kochen. Also wenn man zum Beispiel Fallobst hat und den länger haltbar machen möchte, dann bietet sich das Einkochen an, da kann man die Äpfel auch erhitzen und so Apfelmus, der länger haltbar ist, zubereiten. Im Herbst hat mich die Fanny mit ganz vielen Äpfeln versorgt, Fallobst, ich glaube, das war die Sorte Signet Tillage, und da wusste ich gar nicht, was ich alles mit den Äpfeln zubereiten sollte, und da habe ich auch ganz viel Wraps für Apfelstrudel gemacht und habe mir auch Apfelscheiben gedörrt, so als Vorrat. Ist auch eine wunderbare Sache, Äpfel zu dürren, zu trocknen, auch als Vorrat. Letztes Jahr im Herbst, angeregt von lieben Besuch aus Südtirol, haben wir auch ein leckeres Rezept mit Äpfeln ausprobiert, auch sehr gut für die schleimfreie Heilkost geeignet, allerdings keine Rohkost erhitzt, so eine Art Backapfel. Kann ich auf alle Fälle auch sehr gut empfehlen. Gerade jetzt auch in der Weihnachtszeit, so mit Zimt oder Lebkuchengewürz, ist es auf alle Fälle auch eine gute Verwendung von Äpfeln. Das waren jetzt einige Inspirationen für euch mit Äpfeln, so wie ich Äpfel in den letzten Jahren verwendet habe, im Rahmen meiner Rohkosternährung, auch im Rahmen der schleimfreien, der schleimarmen Heilkost. Mich würde natürlich jetzt interessieren, wie verwendet ihr Äpfel? Integriert ihr regelmäßig Äpfel in eure Ernährung? Und wenn ja, wie? Ich freue mich über regen Austausch unter diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video, diese Informationen über den Apfel, über diese wertvolle heimische Frucht gefallen. Hinterlasst mir gerne eure Gedanken, eure Meinung dazu. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.